Die Grippewelle zieht durchs Land und immer mehr Menschen stecken sich an. Ja, was sagen Sie? Empfinden Sie die Grippewelle dieses Jahr als besonders bedrohlich? Waren Sie auch schon betroffen? Und wie schützen Sie sich? Das wollten wir in München wissen. Kolleginnen, viele fehlen. Also ist ein Pflegenotstand dadurch entwickelt sich. Durch Grippe Betroffene. Ich habe selber bis jetzt Glück gehabt. Ich habe es vor einem Jahr gehabt. Bei uns im Büro, die Hälfte, also von 8 Leuten, die Hälfte ist krank, Grippe. Nein, topfit. Topfit? Alles super. Also normalen Schnupfen, ne, was jeder hat. Zu Hause bleiben, Tee trinken, Bett liegen, schlafen. Außer mit der Bandscheibe geht es mir blendend. Wir haben einen Säugling, 3 Wochen alt, und wir sind schon so ein bisschen gerade, wir hatten alle jetzt Erkältung, keine Grippe, aber das ist schon, das macht einem irgendwie Angst. Also, dass es einen natürlich trifft, und gerade so ein Säugling. Keine Symptome wie Schnupfen, Husten und so weiter, aber ich habe mich total schlapp gefühlt. Wir sind ja gesund. Alles alle gut. Gesund? Ja. Ja, ich bin selber ein bisschen krank oder war jetzt. Mhm. Und ja, alle Freunde, Familie, erwischt halt alle. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Drehscheibe. Der Ausbruch der Masern in Berlin ist das eine Thema, aber weitaus alarmierender ist die Grippewelle hierzulande. Rund 20.000 Fälle sind bereits registriert. Die Grippewelle breitet sich von Süden nach Norden aus. Die Folgen? Krankschreibungen am laufenden Band, leere Büros, Personalengpässe überall, auch in Krankenhäusern. Ja, und der Höhepunkt der Grippewelle, der kommt erst noch. Wer hier sitzt, muss sich auf eine längere Wartezeit gefasst machen und möchte eigentlich doch nichts lieber als wieder ins Bett. Ich fühle mich schlecht. Also Schluckbeschwerden und von, wenn ich schluck, tun meine Ohren weh. Es fällt schon auf, dass es momentan grassiert. Die Grippewelle überall. Der Allgemeinmediziner Thomas Georgi in Berlin hat schon seit einiger Zeit ein volles Wartezimmer. Wir arbeiten zurzeit so ein klein bisschen am Limit. Die Patientenzahlen steigen deutlich an. Und der Verlauf dieser Erkrankung ist auch eindeutig schwerer als ansonsten. Das sind nicht nur 3-4 Tage, sondern doch meistens ist die Erkrankungsdauer deutlich über eine Woche. Die Grippe weitet sich in ganz Deutschland aus. Die Ansteckung lauert überall. Schon seit 2 Wochen ist ein stetiger Anstieg der Erkrankungen festzustellen. Gerade in den letzten Tagen ist die Zahl der bestätigten Grippefälle aber geradezu rasant angestiegen. Die Ansteckungsmöglichkeiten sind ubiquitär vorhanden. Das heißt also, das kann einem auf der Straße, in der Straßenbahn, im Kaufhaus, am Arbeitsplatz, in der Familie, zu Hause, überall sind die Möglichkeiten, sich doch relativ schnell anzustecken. Meist auch natürlich über die Kitas und über die Kinder innerhalb der Familie. Das Robert-Koch-Institut zählt derzeit etwa 20.000 Influenza-Erkrankungen. Dagegen waren es im letzten Winter insgesamt nur rund 7.000 Fälle. Rot hier die momentan besonders stark betroffenen Regionen. Dieses Jahr ist die Grippewelle deutlich höher als im vergangenen Jahr. Es gerät schon in den Bereich eines starken Influenza-Jahres. Wir wissen aber nicht, wie sich die Zahlen noch weiterentwickeln, ob es wirklich stärker wird als die intensiven Influenza-Jahre in der Vergangenheit. Die Intensivstation der Uniklinik Erlangen. Hier werden auch schwer Grippeerkrankte behandelt. Denn für ältere oder bereits geschwächte Menschen ist die Influenza höchst gefährlich. Ja, im Moment kommen ungefähr so 20 bis 50 Patienten pro Tag mit der Verdachtsdiagnose. Die bestätigt sich so etwa bei 50-60% der Patienten. Und ein guter Teil davon muss auch stationär aufgenommen werden. Aber so langsam wird nicht nur Raum, sondern auch Personal knapp. Die Grippewelle wütet auch unter den Klinikmitarbeitern. Wir spüren das auf allen Ebenen, beim Pflegepersonal wie auch bei den Ärzten. Auch heute haben sich zum Beispiel bei uns im Haus 3 weitere Ärzte krank gemeldet. Die meisten davon werden wohl Grippe haben, auch wenn es noch ein paar andere Viren gibt, die im Moment auch Atemwegsinfektionen machen. Im Uniklinikum Freiburg werden planbare Eingriffe derzeit verschoben, weil bereits jeder 10. Mitarbeiter wegen Krankheit ausgefallen ist. Konsequenzen hat die Grippe auch schon für den öffentlichen Nahverkehr. Wenn man derzeit etwas länger auf Bus oder Bahn warten muss, kann auch das an der Grippe liegen. Die hohe Zahl der Erkrankten hat bei manchen Verkehrsbetrieben schon zu Personalmangel geführt. Wir holen die Kollegen aus der Verwaltung raus. Jeder, der fahren kann, bis hin zum Chef vom operativen Bereich, fährt selbst in den Morgenstunden, in den Spitzen. Wie die Grippewelle genau weiter verläuft, seriös lässt sich das nicht vorhersagen. Eins aber ist klar, der Höhepunkt steht wohl noch bevor. Die Grippewelle begann in diesem Jahr in der 2. Januarwoche und die Zahlen entwickeln sich rasch nach oben. Wir haben also
wahrscheinlich den Gipfel noch nicht erreicht. Normalerweise dauert eine Grippewelle etwa 3 bis 4 Monate. Die Grippewelle breitet sich also erst einmal weiter aus. Und das, obwohl sich viele Deutsche vorab dagegen hatten impfen lassen. Spektakulärer Unfall in Bayern. Ein Bus will einen Rollstuhlfahrer mitnehmen. Aber die Hebebühne streikt. Der Busfahrer, der unterbricht den Stromkreis, um den Motor der Hebebühne neu zu starten. Ja, doch dann lösen sich plötzlich die Bremsen des Busses. Das tonnenschwere Fahrzeug rollt los und knallt in eine Hauswand. Dieser Halt ist alles andere als geplant. Der Linienbus brummt in ein Haus. Gott sei Dank, muss man allerdings sagen, denn sonst wäre er wohl schnurstracks und führerlos im Chiemsee gelandet. Aber der Reihe nach. Der Busfahrer wollte an der Haltestelle einen Rollstuhlfahrer einlassen, musste dafür aussteigen, dass er die Rampen abwidert. Offenbar ist der Rollstuhl zu schwer für die Rampe, deshalb lässt sie sich nicht mehr bewegen. Nach Rücksprache soll der Busfahrer den Strom kurz ausschalten. Doch auch die Haltestellenbremse braucht Strom. Dann hat sie die Bremse gelöst und der Bus ist gegen die Hauswand gerollt. Ohne den verdutzten Fahrer, dafür mit Rollstuhlfahrer, dessen Mutter und einem weiteren Fahrgast. Immer bergab, etwa 15 Meter. Also wir haben jetzt 3 leicht verletzte Personen, eben auch der Rollstuhlfahrer, der gestürzt ist. Aber mehrere ist nicht passiert und wir haben wirklich glücklich drüber. Der Busfahrer steht unter Schock. Am Haus muss nun kräftig um- und wieder aufgebaut werden. Eine tragende Decke nämlich wurde schwer beschädigt. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Der Statiker sagt, dass das Haus momentan so steht kann. Es droht nicht einzustürzen. Allerdings muss natürlich das renoviert werden und alles neu gebaut werden. Also das, was jetzt beschädigt ist, muss neu gemacht werden. Überhaupt war viel Glück im Spiel bei diesem Unfall. Im Winter sind hier am Chiemsee längst nicht so viele Menschen unterwegs. Im Sommer, in der Urlaubszeit, hätte so etwas ganz anders ausgehen können. Von wegen wehrloser Senioren. Als bei Oma Inge das Telefon klingelt und sich eine unbekannte Person mit dem Satz meldet, rat mal, wer hier dran ist. Ja, da weiß die clevere Seniorin sofort, was Sache ist. Offenbar versuchen Enkeltrickbetrüger, ihr Erspartes zu erschleichen. Doch nicht mit Oma Inge. Ruckzuck ist die Polizei informiert und es klicken die Handschellen. Es fängt ganz harmlos an. Peters! Na, das bist du doch, Thomas. Die 76-Jährige merkt, dass etwas mit dem Anrufer nicht stimmt. Wer meldet sich denn so am Telefon? Rat mal, wer da dran ist. Ne? Also das ist ja, also das habe ich gleich gemerkt, dass das ein Betrüger ist. Sie spielt dem Anrufer geistesgegenwärtig die Ahnungslose vor. Ja, habe ich die Polizei angerufen und ihnen das gesagt, dass da so ein Enkeltrickbetrüger am Telefon ist und wie ich mich verhalten soll. Sie haben gesagt, in 10 Minuten sind wir bei Ihnen. Inge Peters macht sich auf den Weg zur Bank, um 10.000 Euro für das angeblich kaputte Auto ihres Sohnes zu holen. Dabei wird sie die ganze Zeit von der Polizei beobachtet. Mein Herz hat ganz schön geschlagen und hatte weiche Knie. Also ich wusste ja nicht, wer da nun kommt, nicht? Der vermeintliche Sohn hat eine Bushaltestelle für die Geldübergabe benannt. Weil er im Krankenhaus sei, käme eine vertrauenswürdige Bekannte an seiner Stelle. Und tatsächlich holen 2 Frauen das Geld ab. Das ist genauso, wie ich Theater gespielt habe. Da ist man auch die ganze Zeit über, muss man in Spannung bleiben. Die Betrügerinnen werden geschnappt. Inge Peters echter Sohn Thomas ist mächtig stolz auf seine clevere Mutter. So plitsch, wie sie drauf war und spontan, wie sie gut gehandelt hat, brauche ich mir ja keine Sorgen drum machen. Also da denke ich eher, dass andere sich Gedanken drüber machen müssten und sich davon eine Scheibe abschneiden dann. Die Hamburger Polizei hofft, dass das Beispiel von Inge Peters Schule macht. Gerade wenn sich ein angeblicher Verwandter meldet, der sich lange nicht gemeldet hat, dann sagen wir, möglichst andere Verwandte mit einbeziehen, auch die Rückrufnummer sich geben lassen, möglicherweise zurückrufen, also Misstrauen haben. Bei Inge Peters haben Enkeltrickbetrüger keine Chance. Oma Inge, klasse. Schön verreisen und dazu im Ausland auch noch ein paar Schnäppchen einkaufen. Ja, das macht Laune. Der Haken dabei ist nur, viele Sachen sind zollpflichtig. Manch einer versucht aber trotzdem, Waren ins Land zu schmuggeln. Zigaretten, Lebensmittel, ja sogar verbotene Waffen. Wir haben mal beim Düsseldorfer Zoll mit in die Koffer geschaut. Routinekontrolle.
Die Zöllner Marco Mesoraka und Philipp Prüm bitten einen Reisenden, der aus Istanbul kommt, sein Gepäck zu öffnen. Und sie werden schnell fündig. Was haben Sie hier drin? Gas. Gas? Ist nicht gut, ne? Käse ist nicht erlaubt. Also Sie dürfen Käse nicht einführen. Käse ist ein tierisches Produkt. Solche Waren dürfen aus der Türkei, die nicht zur EU gehört, nicht eingeführt werden. Müssen wir ihn wegnehmen. Wird vernichtet. Pech für den Reisenden, der in Holland lebt und seiner Familie echt türkischen Käse mitbringen wollte. Wir haben aber noch ein Problem. Problem? Ja, Problem. Was Problem? Sie reisen alleine. Yes. Haben aber 2 Stangen Zigaretten dabei. 2. Sie dürfen aber nur einen Karton mitnehmen. Ja. Wissen Sie nicht? Unkenntnis schützt aber vor Strafe nicht. Können Sie jetzt mitnehmen, aber Sie müssen Steuern dafür bezahlen. Ne? Es kostet Sie 19 Cent pro Zigarette und nochmal das Gleiche als Zuschlag obendrauf, sodass Sie 76 Euro bezahlen müssen, jetzt vor Ort. Es geht leider nicht. Hätten Sie anmelden müssen. Der Mann trägt es mit Fassung. Es kommt aber auch vor, dass Reisende bei einer Kontrolle ausrasten. Deshalb arbeiten die Zöllner immer im Team. Einer sichert die Situation ab, während der andere das Gepäck kontrolliert. Als Schlimmstes ist es schon passiert, dass wir sogar jemanden mal zu Boden bringen mussten und ihm die Handschellen anlegen mussten, weil er so renitent wurde und uns sogar angegriffen hat. Ja, passiert auch schon mal. Während Philipp Prüm hier ohne Probleme Zoll- und Strafgebühr kassiert, bahnt sich ein paar Meter weiter ein kleines Drama an. Es geht um Hund Chico. Er ist zwar gegen Tollwut geimpft, doch fehlt bei den Papieren eine wichtige Bescheinigung. Es geht ja darum, weil die Impfungen müssen ja überprüft werden, ob die angeschlagen haben, die Tollwutimpfung. Ne? Müssen wir mal reingucken. Ja. Titelbescheinigung heißt das fehlende Papier. Die Hundebesitzer möchten den nötigen Bluttest von ihrer Tierärztin nachliefern lassen. Das geht aber nicht. Das Problem ist halt, dass der Hund sich, egal wie lange er jetzt, auch wenn es nur eine Woche gewesen ist, hätte sich infizieren können. Und hätte das, also würde es, wenn er sich infiziert hat, mit nach Deutschland einbringen wieder, ne? Also wenn er einreist. Und deshalb muss jetzt der Kollege erstmal abklären, was wir jetzt machen, dadurch, dass er anscheinend die Titerbescheinigung nicht mit hat. Chicos Besitzer kann die strenge Kontrolle nicht nachvollziehen. Ich bin oft geflogen mit dem Hund. Ich habe bis jetzt gar keine Probleme gehabt und hat mir auch keiner was gesagt wegen dieses Schein oder ich weiß nicht, was das, wie der heißt. Nun ist banges Warten angesagt, was die Tierärztin entscheiden wird. Wieder ist eine Maschine gelandet und die Zöllner schauen, welche Reisenden sie zur Kontrolle rauspicken. Da es den typischen Schmugglern nicht gibt, arbeiten sie mehr oder weniger nach dem Zufallsprinzip. Irgendwelche bestimmten Kriterien haben wir da nicht. Wir machen es rein nach Bauchgefühl. In diesem Fall liegen die Zöllner richtig. Am Scanner entdecken Marco Mesoraka und Philipp Prüm Verdächtiges in den Koffern von 2 Männern. Bei der Kontrolle finden sie bei jedem ein gefährliches Messer. Das ist ein verbotener Gegenstand nach dem Waffengesetz, da die Klinge zu lang ist. Erlaubt ist das nur bis 8,5 cm, ne? Wusste ich nicht. Wussten Sie nicht? Nichtsdestotrotz, ne? Ist das immer noch nicht erlaubt, ob Sie wussten oder nicht, müssen jetzt gegen Sie ein Strafverfahren einleiten. Philipp Prüm erläutert, wie gefährlich so ein Messer ist. Mit einer Hand zu bedienen, kommt schnell raus, somit auch dementsprechend schnell zuzustechen. Die Messer werden vernichtet, die Männer bekommen ein Strafverfahren. Ob Reisende Waffen wie Messer, Schlagringe oder Elektroschocker im Gepäck versteckt haben, prüfen die Zöllner besonders sorgfältig. Denn die Tendenz beim Waffenschmuggel ist steigend. Jedes Messer, das hier durchgeht und das nicht von uns gefunden wird, kann natürlich auch zu einer Tatwaffe in welcher Hinsicht auch immer kommen. Und es ist schon sehr beunruhigend dann. Nichtsdestotrotz, jedes Messer, das wir sicherstellen, ist natürlich dann auch für uns wieder ein Erfolg, weil dieses Messer natürlich niemanden mehr verletzen kann. Immer wieder werden auch Zigaretten geschmuggelt, weil sie im Ausland billiger sind. Mit Nachverzollung und Strafe werden sie aber ganz schön teuer. Ein großes Thema auch Lebensmittel. Überall hängen Schilder, was nicht in die EU eingeführt werden darf. Trotzdem versuchen Reisende immer wieder, Mitbringsel am Zoll vorbeizuschleusen. Butter? Butter ist auch nicht gut, ne? Ist auch ein tierisches Produkt, dürfen Sie also auch nicht einführen. Selbstgemacht. Das macht es nicht besser. Auch Butter, ne? Ist aus Milch, somit tierisches Produkt, dürfen Sie nicht einführen.
Aus Istanbul haben Mutter und Sohn auch jede Menge Käse mitgebracht. Eingeschweißt, aber trotzdem verboten. Philipp Prüm tut es jedes Mal weh, wenn er Lebensmittel vernichten lassen muss. Also gerne mache ich das nicht. Überall auf der Welt hungern die Leute. Was heißt überall? In manchen Ländern hungern die Leute, ne, und wir werfen es hier weg. Doch Gesetz ist Gesetz. Für Mutter und Sohn heißt das Heimfahrt mit wesentlich leichterem Gepäck. Ist okay. Muss sein. Zurück zum Drama um Hund Chico, dem ein wichtiges Impfpapier fehlt. Die Amtstierärztin hat entschieden. Sie hat gesagt, das Tier muss beschlagnahmt werden, kommt in Quarantäne. Widersetzen dürfen wir uns ja jetzt auch nicht. Die Besitzer sind geschockt, doch sie können nichts machen. Chico kommt nun in amtlichen Gewahrsam. Ja, mir tut das wirklich ein bisschen weh. Ne? Also wenn es mein Hund wäre, wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen traurig. Ne? Der Bluttest muss klar zeigen, dass die Tollwutimpfung bei Chico gewirkt hat, bevor die Besitzer ihn wieder abholen dürfen. Ein bitterer Abschied. Okay, alles Gute. Tschüss. Der nächste Flieger ist gelandet, die nächsten Kontrollen stehen an. Keine Probleme mehr. Marco Misuraka zieht dann auch ein positives Fazit dieses Tages. Also die Beteiligten, die waren alle sehr freundlich, die waren einsichtig und es macht dann auch deutlich mehr Spaß, an so einem Tag zu arbeiten. Eine späte Maschine müssen die Zöllner noch kontrollieren. Dann ist ihre Schicht für heute zu Ende. Wie viel ist zu viel? Das fragt man sich gerade in Brandenburg. Denn wegen der intensiven Landwirtschaft sind dort offenbar die meisten Gewässer stark mit Nitrat belastet. Hauptverantwortlich dafür scheint das intensive Düngen der Felder mit Gülle zu sein. Eine neue Verordnung soll jetzt das Grundwasser besser schützen. Dafür müssen die Landwirte allerdings ihre Gülle auch länger lagern. Sie stinkt zum Himmel, aber ist gut für die Pflanzen, die Gülle. Seit diesem Monat darf Bauer Thomas Kleber seine Felder wieder düngen. Vorher galten 3 Monate Güllesperre. Denn was so schön natürlich aussieht, kann für Menschen gefährlich werden. Die Gülle enthält Nitrat, in hohen Dosen krebserregend, für Kleinkinder sogar tödlich. Überschüssiger Dünger, der nicht von Pflanzen aufgenommen wird, sickert ins Grundwasser und kann so das Trinkwasser verunreinigen. Ja, der Sinn dieser Sperrfrist ist an und für sich, dass wir nur düngen, wenn die Pflanze einen Bedarf hat. Und der Stickstoff im Boden verbleiben soll und der Pflanze zur Verfügung gestellt werden soll. Und das ist im Winter nicht der Fall. In Zukunft wird Thomas Kleber noch einen Monat länger mit dem Düngen warten müssen. Eine neue Verordnung soll den Gülleeinsatz begrenzen, unter anderem durch längere Sperrfristen. Damit Brandenburger Wasser trotz Gülle trinkbar bleibt, muss es aufwendig gereinigt werden. Wie hier in Tettau, einem der größten Wasserwerke des Landes. Wir fördern unser Rohwasser aus etwa 25 Metern Tiefe. Wir haben hier Sandboden nach oben ungeschützt. Und ein Großteil unseres direkten Einzugsgebietes sind landwirtschaftliche Nutzflächen. Deshalb zahlt das Wasserwerk den Bauern schon jetzt insgesamt 150.000 Euro jährlich, damit sie in der Region auf Gülle verzichten. Das heißt, reduzierter Einsatz von Düngemittel, insbesondere kein Einsatz von Gülle. Und damit ist gesichert, dass das Grundwasser nicht über Gebühr belastet wird. Noch ist das Grundwasser in Brandenburg recht sauber. Doch wie jetzt bekannt wurde, ist die Hälfte der Oberflächengewässer schon jetzt in schlechter Verfassung. Das bedeutet, in den nächsten Jahren kann das Nitrat aus den Seen und Flüssen auch ins Grundwasser durchsickern. Die neue Düngeverordnung soll deshalb noch in diesem Jahr regeln, wann und wie viel Gülle die Bauern auf ihre Felder bringen dürfen. Für die Naturschutzorganisation BUND ist das allerdings zu wenig. Wir brauchen geringere Grenzwerte. Die Sanktionsmöglichkeiten müssen klar geregelt sein, müssen überhaupt erstmal vorhanden sein. Und die Verkürzung der Ausbringungszeiten jetzt bei der Gülle ist zwar ein Ansatz, ein positiver, aber dadurch wird ja die Gülle insgesamt noch nicht weniger. In Brandenburg, so der BUND, wird zu viel gedüngt. Im Schnitt 71 Kilo pro Hektar überschüssige Gülle. Nur ohne Dünger geht es auch nicht. Landwirt Thomas Kleber erwartet die Verordnung mit Sorge. Für ihn bedeutet sie vor allem neue Gerätschaften, mit denen er schneller mehr Gülle aufs Feld bringen kann. Denn irgendwo muss er schließlich hin mit all dem Mist. Das Güllefass, was wir in Betrieb haben, hat jetzt 15 Kubik. Wir brauchen dann ein neueres Güllefass mit über 20 Kubik Fassungsvermögen, damit wir in kürzester Zeit mehr Gülle zu den Kulturen geben können. Bauer Kleber wird weiterhin mit Gülle düngen, denn seine Tiere werden sich durch kein Gesetz vom Verdauen abhalten lassen.
Die Skisaison, die läuft derzeit auf Hochtour. Neben den toll präparierten Pisten locken viele Urlauber da vor allem die Skihütten. Bei leckerem Essen und ein bisschen was zu trinken lässt es sich eben ganz entspannt feiern. Die meisten Touristen, die ahnen allerdings nicht, was für ein logistischer Aufwand dahinter steckt, damit der Betrieb selbst beim größten Ansturm reibungslos laufen kann. Hochbetrieb auf der Piste bedeutet viel Arbeit für das Küchenteam der Skihütte. Hunderte Mägen wollen gefüllt werden. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen. 7 Uhr morgens, der Hausberg in Garmisch. An der Talstation erwartet Küchenleiter Günther Bürger die Tageslieferung von Brezen und Brötchen. Zu einem Tag brauchen wir schon so 200 Brezen, gehen locker durch, 200-300. Eile ist geboten. Um 7.30 Uhr startet die Personalgondel auf den Berg. Alle Waren müssen so zu ihrem Einsatzort gebracht werden, der Hütte 3 Möser 9. Mit der Pistenraupe bringt Lagerist Vincent jede einzelne Kiste in die vollgepackten Kühlhäuser. Vorratshaltung ist Pflicht. Was im Keller lagert, muss für den Winter reichen. Gut, dann sind wir eigentlich hier unten, wo das meiste steht, wo eigentlich die meiste Ware steht. Wenn man es da sieht, ist da das ganze Trockenlager. Vor dem ersten Schnee wurden 10 Tonnen Lebensmittel auf den Berg gebracht. Hunderte Dosen Apfelmus, Getränke bis unters Dach. Allein vom hellen Bier warten hier 8000 Liter auf den Einkehrschwung. Das typische Skifahrergetränk ist eigentlich, sage ich mal, Weißbier alkoholfrei. Das wird sehr gern getrunken von den Skifahrern, aber es ist eigentlich oder normales Weißbier. 9 Uhr, keine Gäste in Sicht. Noch ist unklar, ob das Skigebiet überhaupt öffnen kann. Orkanartige Winde bedrohen das Tagesgeschäft. Kein Skibetrieb heute, ist alles abgesagt, kein Kinderskirennen und nichts. Für die Belegschaft heißt das putzen statt kochen und trotzdem in Bereitschaft bleiben, denn wenn der Wind nachlässt, kann die Bahn kurzfristig doch noch fahren. Das schaffen wir schon. Wenn sie um 10 uns sagen, es geht los, dann um 11 sind wir trotzdem soweit. Also so schnell sind wir dann schon und so gut sind wir dann schon aufgestellt. Kaum ein Job in der Gastronomie ist so wetterabhängig. 10 Uhr. Perfektes Wetter auf dem Hausberg. Doch die Lifte stehen noch immer. Der Wind lässt nicht nach. Chef Paolo verkündet die finale Entscheidung. Klassikgebiet bleibt jetzt dazu. Ganzen Tag. Wir machen jetzt noch bis um 11:30 weiter. Und um 11:30 hauen wir ab. Zum ersten Mal seit Bestehen bleibt die Hütte komplett geschlossen. Feierabend am Mittag. 5 Tage später. Heute ist Skibetrieb. Die Vorbereitungen in der Küche laufen auf Hochtouren. Trotz großer Mengen sollen die Skifahrer frisch verköstigt werden. Die erste Mission von Küchenleiter Günther lautet: Rezepte büffeln. Und durch die Rezepte können wir halt auch besser sehen, was für Allergene sind enthalten. Zusatzstoffe, wo es sind vielleicht manchmal auch Gewürze, was wo man gar nicht denkt. Da ist dann Senf drin und das gehört zu den Allergenen, die muss man dann wieder angeben. Denn seit diesem Jahr müssen alle Zutaten in der Speisekarte genau verzeichnet sein. Was in die feurige Gemüsepfanne kommt, muss weit im Voraus geplant werden. 100 Schnitzel werden vorpaniert, die Gäste verlangen nach den Klassikern. Die wollen einfach was Schnelles und was Einfaches, das heißt ein Schnitzel, eine Currywurst. Penne, Bolo, irgend sowas Einfaches, Napoli, einmal nur Nudeln, Germknödel. Die Köche stehen unter Zeitdruck, denn die Gäste sollen ja schnell wieder auf die Piste kommen. Wenn wir wissen, der Bon ist es, annonciere ich und dann maximal 3 Minuten, dann ist das Essen raus. Die Mittagszeit rückt näher. Innerhalb von Minuten strömen die hungrigen Skifahrer in die Gaststube. Dank moderner Technik rattern ein Stockwerk tiefer sofort die Bons aus dem Drucker. Neu, eine Currywurst, ein Gockel, 2 Kaiserschmarrn, eine Schwammerpfanne. 100 Essen hängen dann schon mal da, dass wir dann hier einmal voll, die Wand einmal komplett voll haben mit Bons. Ob der stramme Zeitplan eingehalten werden kann? Neu, ein Halsgratsteak, ein Makarspatzen, dazu gehen 3 Pizzen. Die Currywurst mit Spezialsoße ist gut in der Zeit, doch es kommt zu ersten Verzögerungen. Du kannst von mir aus damit erstmal, ich bring dann aber gleich die nächste Ladung. Okay. Der Trödler, die Pizza. Die wehrt sich standhaft gegen das Zeitlimit. 7 Minuten.
Der Pizzaofen lässt sich eben nicht beschleunigen. Alles oben, ja. Alles oben. Dazu geht das Steak, wenn du magst. Ja, das mag ich. Gleich. Ausreden gibt es keine. Denn in der Skihütte gilt, schnell und trotzdem gut soll es schmecken. Ist das mal nicht der Fall, sollte der Gast keine Angst haben, gleich zu reklamieren. Ja doch, man sollte auf jeden Fall ehrlich sein, auch als Kunde, gerade als Kunde, weil nur dann kann der Gastronom was verändern und sich verbessern auch. Ich meine, es ist ja alles so ein Lernprozess miteinander. 1000 warme Gerichte werden jeden Tag serviert. Selbst bei vollem Haus darf kein Gast länger als 15 Minuten warten. Koch Günther mag diese hohen Anforderungen. Ja, so macht schon mehr Spaß, wenn ein bisschen was geht. Das Küchenteam ist eine Multikulti-Truppe. Der Amerikaner kümmert sich um die Weißwurst. Am Salatplatz wirbelt die Aushilfe aus Australien. Auf die alpenländische Küche hat sie sich mittlerweile eingestellt. In der Pfanne brutzelt der perfekte Kaiserschmarrn. Ja, es ist echt interessant, bayerisch zu kochen. Das ist komplett anders als australisches Essen. 14 Uhr, die Piste ruft. Innerhalb von Minuten leert sich die Gaststube. In der Küche geben jetzt süße Leckereien den Ton an. Top-Favorit ist der Germknödel. Küchenleiter Günther denkt an die besonderen Vorzüge seines Jobs. Wenn man frei hat, geht man auch mal Skifahren oder mal Snowboard fahren. Also man nutzt es dann auch, dass man schon hier arbeitet. Parallel wird schon mal geputzt. Um 16.30 Uhr fährt die letzte Gondel ins Tal. Das regelt die Arbeitszeiten. Ein seltener Luxus in der Gastronomie. Schon vor Anbruch der Dunkelheit ist garantiert Feierabend. Es gibt wohl fast nichts, was Manfred Jablonowski von der Düsseldorfer Autobahnpolizei in seinen mehr als 40 Dienstjahren noch nicht erlebt hat. Wenn es um die Verfolgung von Rasern und Drängern geht, ja, dann ist der Mann ein alter Hase. Aber auch für uns normale Autofahrer hat der erfahrene Polizist einige passende Tipps parat, um mit dem Auto sicher unterwegs zu sein. Alter Schwede. Schalt mal auf Verdacht die Kiste ein. Da steht was. 80 bei Nässe. 100 bei Nässe. Ja, ist egal. Ich bin schon mal, na, 80 bei Nässe. Hat der noch einen vor sich? Nicht wirklich. 132 nochmal drin, oder war die Aufhebung schon? Hab ich noch nicht gesehen. Alter Schwede. Sicht gleich null. Die Autobahn 3 wird zum Schwimmbad. Manfred Jablonowski und Jürgen von Göwels verfolgen bei Aquaplaning eine Limousine. 80 km/h sind hier bei Nässe das Maximum. Um an dem Raser dran zu bleiben, müssen die Hauptkommissare im Zivilfahrzeug der Autobahnpolizei Düsseldorf volles Risiko gehen. Der Fahrer ignoriert jeden Tempohinweis. Jablonowski wird's bei Tempo 150 zu gefährlich. Kannst du erst noch mal hinter dem herfahren? Ich mach's jetzt schon. Ich fahr jetzt nicht okay, mehr dann ziehen wir den hinter uns hier. Ja. Älterer Herr, ich glaube nicht. Den Fahrer der Limousine haben die Beamten auf einem Rastplatz zur Rede gestellt. Von Jürgen von Göwels gibt es eine Anzeige, 2 Punkte, 160 Euro Bußgeld und 1 Monat Fahrverbot. Und Manfred Jablonowski ist sauer. Als ganz normaler Verkehrsteilnehmer würde ich denken, der ist irgendwie wahnsinnig. Es kann irgendwie nicht sein, dass man bei solchem Wetter mit derartigen Geschwindigkeiten durch die Gegend fährt. Das ist lebensgefährlich. Weil er brenzlige Situationen wie diese immer wieder erlebt und ahndet, bittet der routinierte Beamte, der über 2 Millionen Dienstkilometer auf seinem Tacho hat, bei Starkregen um Vorsicht. Die Geschwindigkeit den Witterungsverhältnissen anpassen. Immer sehen, dass ich noch innerhalb der Zone, die ich zu meinem Vordermann habe, anhalten kann zur Not. Aquaplaning beginnt bei Geschwindigkeiten um die 100. Je nachdem, welche Reifenprofiltiefe man hat. Der Sicherheitsabstand sollte dann etwas größer werden als den normalen halben Tachoabstand. Weil ich muss immer damit rechnen, dass irgendwelcher Dreck, irgendwelche Blätter oder sonst was auf der Fahrbahn liegen. Auf den Autobahnen am Niederrhein jagen Jablonowski und von Göwels seit Jahren Raser und Temposünder. Und sie wissen, manches Mal fegen hier zum Ende des Winters Sturmböen übers Flachland. Nicht wenigen Kollegen ist dabei die Kelle schon aus der Hand gefallen, weil sie nicht festgehalten haben bei 171, weißt du, sonst. Der Wind beschert Auto- und Lastwagenfahrern Probleme, wenn die Geschwindigkeit nicht passt. Da muss ich natürlich mit ganz plötzlich auftretenden, abrupten
Fahrstreifen wechseln, rechnen, von meinem Fahrzeug rechnen, eben durch den Wind bedingt. Und da muss ich also meine Fahrweise auch entsprechend anpassen. Nicht mehr so schnell fahren, wie ich es normalerweise gewohnt bin, weil durch diese heftigen Winde die Fahrstreifen dann doch relativ eng werden. Oft tödlich, manchmal auch für Autofahrer und mit Beginn des Frühjahrs eine große Gefahr. Wildwechsel. Wie sich in Situationen mit kreuzenden Hirschen, Rehen, Wildschweinen oder Hasen verhalten, weiß der Mann mit 45 Jahren Routine am Steuer. Es ist auf jeden Fall, denke ich, besser, das Wild auf die Schippe zu nehmen und geradeaus drauf zu halten, als versuchen auszuweichen. Weil die Erfahrung lehrt, dieses Ausweichen bei höheren Geschwindigkeiten muss extrem geübt sein. Und für einen ungeübten Fahrer geht das meistens in die Hose. Weil er genau weiß, was gute Sicht bedeutet, trägt Jablonowski auch am Steuer immer Brille. Denn bei wechselnden Temperaturen bilden sich am Niederrhein oft ganz schnell Nebelbänke. Im Herbst wie im Frühjahr. Und dann kann es brenzlig werden. Deshalb folgender Tipp. Bei eingeschränkter Sicht durch Nebel gilt die Faustformel so. Sichtweite ist gleich Fahrgeschwindigkeit. Sprich, ich habe 50 Meter Sicht, sollte ich nach Möglichkeit auch nicht schneller als 50 km/h fahren. Auf gar keinen Fall Fernlicht, weil die Fernlichtscheinwerfer viel zu hoch scheinen und dann quasi gegen eine Nebelwand scheinen und ich dann noch weniger sehe als nur mit Abblendlicht. Der meteorologische Frühling beginnt am 1. März. Doch auch danach kann es immer mal wieder zu Wintereinbrüchen kommen. Dann kaum zu erkennen und manchmal erst, wenn es schon zu spät ist. Glatteis und Reif. Der Routinier rät zur Vorsicht. In Senken und auf Brücken, da zieht die Temperatur oder der Frost doch eher an als auf der normalen Autobahn, wo dann doch ein bisschen mehr Wind geht. Und da muss ich auch immer mit mehr Feuchtigkeit rechnen, in so Senken oder auf Brücken. Und da gibt es also eher mal Glatteis oder glatte Stellen. Da sollte ich immer besonders vorsichtig fahren. Im Sommer geht Hauptkommissar Jablonowski in Rente. Dann sitzt der Autofan nur noch privat hinterm Lenkrad, aber immer mit dem Auge für die Straße und die übrigen Verkehrsteilnehmer. Sein größter Wunsch? Rücksicht nehmen und in allen Situationen eine angepasste Geschwindigkeit, damit alle gut ankommen. Woran denken Sie bei der Stadt Grevenbruch, liebe Zuschauer? Etwa an Horst Schlemmer vom Grevenbräuscher Tagblatt. Weiße Bescheid, Schätzelein. Nun ja, den trifft meine Kollegin Pamela Seidel auf ihrer Expedition zwar nicht, dafür aber einen Fahrsicherheitstrainer, der ihr auch sofort noch ein paar Tipps mit auf den Weg gibt. Doch bevor es losgeht, erstmal die Startkoordinaten. Hi, mein Name ist Luis Neuhof und ich schicke den Reporter auf Expedition Deutschland. Heute nach Nordrhein-Westfalen. Und zwar genau nach Grevenbruch. So, das Erste, was ich hier an meinen Startkoordinaten finde, ist ein ordentlicher Spazierstock. Also, und wenn ich mich hier so umgucke, viel Einsamkeit, viel Landschaft, wenig Menschen. Ich werde den brauchen, weil ich glaube, ich muss erst mal ein ganzes Stück gehen, um jemanden zu finden. Ehrlich gesagt, der ist mir zu schwer. Haha, erste Zeichen der Zivilisation. Braunkohletagebau. Ah ja. Ganz weit da hinten sieht man sie, die großen Kohlebagger in der Grube. Davor meterhohe Erdberge und viel Matsch. Boah, nee. Ich glaube, ja, das bringt nichts. Hier komme ich einfach. Nee, ich komme ja nicht weiter. In der anderen Richtung, endlich, ein Spaziergänger mit Hund. Weil hier ist ja sehr viel nichts, Einöde, ne? Ja. Absolute Einöde. Ja. Ich habe jetzt gerade schon mal probiert, da hinten diese, wie so Dünen oder so, das ist der Tagebau, oder? Das ist der Tagebau, ja. Rudolf Pilzweger ist wie jeden Morgen auf seiner Hunderunde unterwegs. Braunkohle, Tagebau und Kraftwerke. Dafür ist die Gegend hier bekannt, erklärt er mir. Und hier ist ja da hinten laufen die Förderbänder entlang. Die laufen dann jeweils von hier aus, vom Abbaugebiet zu den Kraftwerken, die hier so in so einer Kette liegen.
Ich liege da außen, liegen hier 1, 2, 3, 4 Kraftwerke hintereinander. Der Mann kennt sich aus, hat aber leider keine Zeit mehr für uns. Termine. Er muss nach Hause und ich alleine weiter, auf der Suche nach anderen Menschen. Was ist das denn? Eine Rennstrecke? Oder ein Verkehrsübungsplatz? Will ich rausfinden. Erstmal durch den Eingang auf den Parkplatz. Da kommt jemand. So, den schnapp ich mir. Guten Tag, Seidel ist mein Name vom ZDF. Hallo. Es sieht offiziell aus. Wilfried Peters. Ah, guten Tag, Herr Peters. Richtig, hallo. Ja, ich bin einer der Trainer hier im Fahrsicherheitszentrum. Fahrsicherheitszentrum. Okay, haben Sie Zeit oder haben Sie gleich einen Kurs? Oder? Ja, ich muss einen Kurs vorbereiten, aber so ein paar Minuten habe ich schon. Dürfen wir mal, also ich würde einfach gerne mal mit Ihnen ein bisschen hier übers Gelände gehen, fahren, wie auch immer. Ich weiß nicht, fahren. Das ist ein Fahrsicherheitstrainingsgelände, also fahren wir auch. Fahren wir auch, das ist super. Im geliehenen Wagen seiner Kollegin geht's aufs Trainingsgelände. Seit 8 Jahren schult Wilfried Peters hier Autofahrer. Fahrsicherheitstraining für jedermann. Heute Schnuppercoaching für mich. Es geht direkt los auf der Übungsstrecke für Ausweichmanöver. Wir fahren durch die Mitte. Ja, 40, 50. Okay, und jetzt muss ich einfach schauen, was passiert. Genau. Voll erwischt. Den plötzlich hochschießenden Fontänen auszuweichen, keine Chance. Was haben Sie jetzt gespürt an Ihrem Lenkrad oder im Auto? Nix, also keine Kontrolle mehr habe ich vor allem gespürt. Mhm. Die Augen waren mit Sicherheit auf dem Hindernis, auf diesen Wasserdüsen. Total, ja. Beim nächsten Mal versuchen Sie in die Lücke zu gucken und weicher zu lenken. Der nächste Versuch, schon besser, mit den Erfahrungswerten von vorher. Genau darum geht es, Gefahrensituationen hier einmal zu erspüren, um danach in ähnlichen Situationen schneller und besser zu reagieren, erklärt Wilfried Peters mir. Das ist Ziel seiner Arbeit. Ganz besonders ist eigentlich, wenn morgens, wenn man mitkriegt, die Leute sind so ein bisschen ängstlich und man kriegt die dann langsam dazu, hey, denen macht Autofahren nachher Spaß und die machen das nachher mit Freude. Und können vernünftig bremsen, das ist schon dann ein Riesenerfolgserlebnis für einen. Autofahrer, die ihre Wagen im Griff haben, das ist dem Familienvater wichtig. Das ist eigentlich das große Ziel, ja. Ja? Einfach versuchen, die Leute ein bisschen sicherer auf die Straßen zu bringen, um halt eben dafür zu sorgen, dass meine Kinder vernünftig groß werden können. Ne? Wie machen Sie denn das mit Ihren Kindern, wenn die jetzt Führerschein machen? Müssen die auch erst mal hier mit Papa über die Piste? Auf jeden Fall. Als meine Tochter das betreute Fahren hatte, da sind wir jede Menge hier gefahren und haben Notsituationen geübt, also Notbremsen, Ausweichmanöver. Super. Und das bringt der Beruf halt eben mit sich. Der gelernte Kfz-Mechaniker fährt leidenschaftlich gerne Auto, schwärmt er. Beruflich hier auf dem Fahrsicherheitsgelände, privat manchmal auch auf der Rennstrecke mit seinem alten Rallye-Wagen. Das ist so ein uralter Ascona A von Baujahr 72, mit dem wir so ein bisschen Motorsport machen, zusammen mit meiner Tochter. Ihre Tochter? Ja, also noch darf ich fahren. Sie hat einen Führerschein und meldet aber schon Ansprüche an. Uralter Rallye-Wagen, muss ich sehen. Wilfried Peters hat nichts dagegen, nimmt uns mit zu sich nach Hause. Ein alter Bauernhof, von den Eltern geerbt, heute ohne Landwirtschaft. Ach, das waren dann hier die alten Stallungen oder Scheunen? Das waren die Stallungen, genau. Stallungen. Hier vorne war der Schweinestall und das war früher mal ein Kuhstall. Oh, und jetzt haben Sie so eine blaue Kuh da drin. Wow, das ist Ihr Schätzchen. Schätzchen? Darf ich ihn anfassen? Ja, na klar. Okay. Oh, boah. Ja, wie gesagt, der ist so von 72 und braucht schon relativ viel Pflege. Ist also einmal komplett durchgeschweißt, nachgeschweißt, restauriert. Ja. Und ist so Stück für Stück wieder aufgebaut worden. Wie lange haben Sie da gebraucht für? Ja, so im Schnitt ein halbes Jahr, jeden Abend in der Werkstatt. Oh. Viel Freizeit und Geld hat der Hobbyschrauber investiert. Früher ist er regelmäßig Rennen gefahren, in Holland, Belgien oder Frankreich. In den letzten Jahren war zu wenig Zeit dafür. Im Sommer will er wieder loslegen. Rennfieber und das besondere Fahrfeeling im alten Ascona, das macht es aus. Es ist einfach noch brachial, wenn man zum Beispiel heutzutage ein modernes Auto mit 200 PS fährt.
die kann man gar nicht mehr fühlen. Hm. Und hier bei diesem Auto, das ist alles noch brachial, ursprünglich. Wenn man Gas gibt, drehen die Räder sofort durch, er fängt direkt an zu rutschen. Und das ist halt eben das, was wirklich viel, viel Spaß macht. Oh, was für ein Klang. Ja, toll. Mensch, Herr Peters, jetzt entlasse ich Sie aber in Feierabend. Vielen Dank, Dankeschön, dass ich Sie, das Training und jetzt auch noch hier das Auto kennenlernen durfte. Sehr gerne. Und ich drücke die Daumen für das Rennen im Sommer. Dankeschön. Ja? Da geben Sie richtig Gas. Okay, tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank, Pamela Seidel nach Grevenbruch. Morgen am Mittwoch geht's dann weiter nach Rheinland-Pfalz. Sündige Mode, was stellen Sie sich wohl darunter vor, liebe Zuschauer? Michael Lahmann, der versteht darunter zum Beispiel ein Korsett für Männer. Ja, sowas gibt's tatsächlich. In seinem Laden in Frankfurt, da vertreibt der Geschäftsmann seit 10 Jahren ausgefallene Dessous, Schmuck oder Masken. Und er hat an Kundenwünschen schon so ziemlich alles erlebt. Hauptsache verrucht, verspielt, verrückt. Eigentlich gibt es hier alles, was es in anderen Bekleidungsgeschäften auch gibt. Schuhe, Hüte, Oberteile und Röcke. Nur, dass im Laden von Michael Lammers manches ein ganz klein wenig anders ist. Bei den Röcken haben wir natürlich auch Verschiedenstes da. Teilweise kann es auch hier dann bunt werden, eigentlich auch beliebig bunt. Bei den Korsetts, das sieht man ja auch ganz schön, die verschiedensten Materialien und Stoffe. Für Hochzeiten, für Bälle, für Abendevents, ob ich eben das Ding auf eine Jeans kombiniere, wie so ein Stoff, und dann eben nur mal zum Abends in die Cocktailbar anziehe oder ob es eben wirklich schon was Aufwendigeres werden soll, ob es eher einen Unterwäschecharakter hat, ja, oder doch vielleicht wieder was mit ein bisschen Lack dran ist. Von diesen kleinen Accessoires, wie zum Beispiel Fächern, da haben wir die verschiedensten Sachen. Wir haben Kleinigkeiten wie Krawatten, natürlich nicht normale Krawatten, sondern etwas spezieller vielleicht von der Art und Weise. Und er hat Schirme, wunderbare, kleine, zarte Spitzenschirme. Das ist der Schirm für die Dame? Das ist eher für die Dame. Sehr hübsch natürlich zum Flanieren im hellen Sonnenschein, um den vornehmen Teint zu schützen. Wer hierher kommt, sucht also nicht das Normale, nicht die Allerweltsware der großen Ketten. Wer hier kauft, sucht das Richtige für den besonderen Moment. Die sagen eben, ich habe am Wochenende eine Motto-Party. Es ist momentan ja sehr beliebt zu sagen, wir haben Moulin Rouge oder eben 20er oder eben irgendwie Red Light District. Dann haben wir eben zum Beispiel auch den Bereich schon lange, der jetzt auch bekannter geworden ist, im Bereich Burlesque. Im Burlesken ist natürlich ein Fächer, ein Festennähter, eine Federboa, kleine Schirmchen, Sachen, die man zum koketten Spiel, nicht unbedingt nur auf der Bühne, sondern dann vielleicht auch im privaten Kreis. Oder wenn man so eine Veranstaltung besucht und auch ein bisschen retromäßig in die Richtung der 50er, 40er Jahre angehaucht ist, unterwegs ist, sagt, das ist stimmig für mein Gesamtoutfit, das brauche ich fürs Ganze. Mode und Accessoires der etwas anderen Art. Dass Michael Lammann heute damit seinen Lebensunterhalt verdient, war nicht absehbar. In seinem ersten Leben war er IT-Spezialist und lange Zeit war das auch genau der richtige Weg. Gleichwohl war dann irgendwie nach ein paar Jahren, dafür misst so der Spaß ein bisschen raus. Und gleichzeitig hat man natürlich auch private Leidenschaften, private Vergnügen. Und zum Beispiel gerade die ganzen Sachen an Bekleidung, die man hier sieht, oder auch die Zusammenstellung vor allem dieser Sachen. Sowas gab es nicht, hat mir auch immer gefehlt. Und wenn man dann in Städten war wie in Berlin oder in London oder eben auch von mir aus in Köln, da gab es durchaus ein paar Läden, die so in eine der jeweiligen Richtungen gingen, dass ich dann dachte, ich mache selber so einen Laden auf. Ja, gleichwohl wissend, was man im Einzelhandel eigentlich so macht an Geld. Das heißt, es war finanziell schon klar, dass ich da nicht mehr so viel wie im IT-Bereich wahrscheinlich verdienen würde. Andererseits hatte ich zum Glück durch die Arbeit dort ein schönes finanzielles Polster, um den Laden ohne jeden Kredit aufmachen zu können. Also stürzte er sich in die neue, unbekannte Modewelt. Genau 10 Jahre ist das jetzt her. Vieles hat sich in dieser Zeit leise und unauffällig geändert. Männer zum Beispiel wurden modisch immer mutiger. Vieles andere ist geblieben, wie es war. Schwarz als dominierende Farbe, Lack und Spitze als bestimmendes Material. Denn die Kunden, sie lieben das immer Gleiche in stets neuer Form.
Hauptsächlich schwarz, was anderes findet man bei mir auch nicht. Und von Lack über normalen Stoff oder Spitze, alles was gefällt. Und noch etwas ist geblieben. Michael Lahmanns ganz persönliche Liebe galt und gilt dem Korsett, dem guten alten Schnürmieder. Der Reiz ist einerseits natürlich der optische Reiz, das heißt die Betonung der Taille und natürlich auch, sagen wir mal, die Betonung der anderen Rundung, aber eben ohne dass es übertrieben, sondern wirklich sehr harmonisch und angenehm sich zeigt. Für manche Trägerinnen ist es eigentlich auch natürlich das Gefühl, was sie sehr schätzen, wo sie sagen, sie kriegen eine aufrechtere Haltung, sie fühlen sich da wirklich umschlossen. Es gibt auch einen Spruch, das Korsett wäre der Panzer der Frau, sozusagen, wenn sie da was auch immer für einen Kampf ziehen mag. Und so teilen sich Außergewöhnliches und fast Normales. Elegantes und alltagstaugliches den kleinen Raum. Die unbekümmerte Mischung einer ganz eigenen Welt. Ich merke halt, wie viel Spaß die Leute hier auch immer haben. Also zumindest die, die auch damit entsprechend offen geben. Die Leute, die vielleicht hier ein bisschen schüchtern reinkommen, mögen dann auch relativ schnell locker werden, wenn sie merken, hallo, hier ist wirklich wie in einer normalen Boutique. Wir haben nur ein bisschen anderes Sortiment und werden auch ganz lieb bedient. Und man versucht auch uns zum Typ was Passendes zu geben. Und bei der Sinnlichkeit, da hoffe ich doch schon, wenn es dazu beiträgt, dann ist das sehr, sehr schön. Und ich denke, das tut es auch. Und tatsächlich hat er auch Sinnliches für trübe Tage. Aber sehen kann es nur, wer unter den Schirm darf. Die kleine Rike aus dem Berliner Zoo, die ist erst wenige Wochen alt und erlebt schon ihr erstes großes Abenteuer. Die kleine Orang-Utan-Dame wurde nämlich von ihrer leiblichen Mama verstoßen und muss deshalb umziehen. Ihr neues Zuhause liegt weit weg und zwar in England. Wir haben sie auf ihrer Reise dorthin begleitet. Ein kurzer Gruß für die Fans. Rike Superstar begeistert auch am letzten Tag. Zum Schluss löste ihr Auftritt fast schon eisbärknuthafte Massenbegeisterung aus. 1 Kilo hat die fesche Orang-Utan-Dame in den vergangenen 6 Wochen zugenommen. Ihren menschlichen Adoptiveltern dabei dank gesundem Appetit manch schlaflose Nacht bereitet. Im steten Wechsel haben sie Rike abends nicht etwa ins Gehege, sondern richtig ins Bett gebracht. Zum Beispiel habe ich sie denn zum Abend, wenn ich im Gästezimmer geschlafen habe, mitgenommen. Und dann ist sie praktisch die ganze Zeit bei mir gewesen im Gästezimmer. Ein anstrengender Job, also so eine Handaufzucht, wenn die Affeneltern ihren Nachwuchs verstoßen. Und dennoch ist Rike allen Pflegern in den 6 Wochen so richtig ans Herz gewachsen. Oder eher an die Brust. Dank ihres ausgeprägten Klammerreflexes war es mitunter nicht ganz einfach, das kleine Affenmädchen wieder loszubekommen. Ja, wenn sie sich zum Beispiel mein volles Brusthaar festkrallt, dann kann das schon wehtun. Gestern hieß es nun also Abschied nehmen für ihre Fans. Statt im Zoo bei den Pflegern soll sie doch lieber unter ihresgleichen aufwachsen. In der englischen Aufzuchtstation Monkey World gibt es dann statt Schmusedecken Orang-Utan-Ammen zum Ankuscheln. Und sogar einen kleinen Spielkumpanen. Der 5 Monate alte Bulo Matar wartet sicher schon auf das kleine Affenmädchen. Die Berliner, das steht fest, hätten dich sicher gern hier behalten. Bye bye, Rike. Ja, und viel Spaß in England. Das war's von uns von der Drehscheibe. Die neuesten Nachrichten finden Sie jederzeit im Internet auf heute.de. Danke fürs Zuschauen und tschüss bis morgen in alter Frische.